Der Weg ins Halbfinale führt den FCE über Luckenwalde. Der Tabellenführer der Oberliga Süd erinnert sich gern an den Viertelfinalsieg aus dem Jahr 2015, der heute möglichst wiederholt werden soll. Für Energie Cottbus zählt auch in diesem Jahr nur der Gewinn des Landespokals. Bereits zwei Teams aus der Cottbuser Nachbarschaft hat der FSV aus dem Pokal geworfen. Wacker Ströbitz und VfB Krischow wurden besiegt. Pele Wollitz wechselt sein Team im Vergleich zum 3:3 in Fürstenwalde ein wenig durch. Im Tor steht wieder Toni Stahl. Davor verteidigen Zickert, Meier, Koch und Borgmann, Tatz, Niklas Geißner und Bektic bilden das Mittelfeld. Eisenhut ist bei der U19-Nationalmannschaft und Niklas Erbeck angeschlagen. Vorn setzt der Trainer auf die bewährten Broschinski, Brückmann und Kapitän Rangelow. Zwei Plätze auf der heutigen Ersatzbank bleiben leer. Energie übernimmt die Initiative. In den ersten Minuten hatten sie sich schon ein paar Mal ans Luckenwalder Gehäuse herangetastet. In der achten Minute kann Broschinski zentral schießen, knapp vorbei. Nach einem Foul kommen die Hausherren eine Minute später auch zu ihrer ersten Möglichkeit durch einen Freistoß. Kein Problem für Toni Stahl im Cottbusser Tor. Jonas Zickert will das Spiel aufbauen. Statt zu Geißler zu spielen, dreht er aber ab und verliert dadurch den Ball gegen Aaron Bogdan. Frank Rode schnappt sich die Kugel, behält die Nerven und sieht den besser platzierten Nils Gottschick. Der macht trocken das Führungstor ins lange Eck. Wollitz ist wegen der Szene mit Zickert aufgebracht. Der Linienrichter erklärt ihm nochmal die Situation. Dagegen machen kann er aber eh nichts. Luckenwalde führt. Die Cottbuser Reaktion auf den Rückstand ist ein schneller Angriff über die rechte Seite. Geißner und Rangelow kombinieren sich nach vorn. Broschinski bringt den Ball scharf in die Mitte. Brückmann ist ein Fuß zu schnell. Hinten wäre Ben Meier frei gewesen. Das hätte eigentlich schon der Ausgleich sein müssen. Eine Frage der Kommunikation auf dem Platz. Energie tut sich schwer, hier in Gang zu kommen. Wie auch diese Szene zeigt, erst versucht es Broschinski mit einem hohen Diagonalpass statt flach auf den freien Borgmann zu spielen. Der Passversuch wird direkt vor ihm abgefangen. Rangelow erkämpft sich zwar den Ball, verliert ihn aber gleich wieder. Nach 20 Minuten kommen nur wenige Bälle da an, wo sie hin sollen. Wie Pressing funktioniert, haben derzeit nur die Luckenwalder verinnerlicht. Über Brückmann geht es nach 28 Minuten wieder nach vorn. Er kann von rechts in die Mitte flanken. Broschinski ist da drüber. Eine der wenigen Szenen in der ersten halben Stunde aus einem Spielfluss heraus. Wieder ein Freistoß von der rechten Luckenwalder Angriffsseite. Er kommt in den Fünfer auf Tobias Francisco, der köpfen kann. Daneben. Energie hat das Spiel wieder besser unter Kontrolle, aber die Hausherren sind immer wieder vorn dabei. Das Spiel bewegt sich in Richtung Halbzeit nach 36 Minuten. Freistoß von halb links in den Strafraum. Stahl faustet ihn raus, doch der Ball kommt über Gottschick wieder zurück in den Strafraum zu Frank Rode, der spektakulär versucht. Stahl ist da. Die Situation wurde aber bereits abgepfiffen wegen Abseits. Die erste Ecke im Spiel hat Luckenwalde nach 41 Minuten. Stahl kann ihn gerade so rausfausten und ein Konter für Energie entwickelt sich. Ben Meier geht über die linke Seite nach vorn und wird von Bogdan gestoppt. Laut Schiedsrichter regelkonform. Der Cottbusser bleibt dennoch liegen, wird an der Seitenlinie behandelt und kann danach weiterspielen. Energie lässt die spielerische Dominanz und den Offensivdruck der letzten Spiele bisher vermissen. Es ist ein knappes Spiel, in dem Luckenwalde eine der wenigen Möglichkeiten konsequent nutzte. Das neu formierte Cottbus am Mittelfeld kann sich bisher nicht durchsetzen. Es wurde als unbequemes Spiel angekündigt, das ist es bisher auch. Und der Favorit muss sich steigern, um auch im Halbfinale noch vertreten zu sein. Die Abozahlen müssen auch noch weiter steigen und da hoffen wir auf die ungefähr 10.000 Videogucker, die jede Zusammenfassung bisher gesehen haben. 3-5% von euch als Abonnenten reichen völlig aus, um FC Energie TV dauerhaft auf sichere Füße zu stellen. Wir zählen auf euch. Die zweite Hälfte der bisherigen Unterstützer gibt's nach Spielende. In der Pause verzichtet Pele Wollitz noch auf Wechsel und schickt vorerst dieselbe Elf wieder auf den Rasen. Das Flutlicht ist angeschaltet und Luckenwalde nutzt die Bühne, um Energie den nächsten Stich zu versetzen. Gut kommen sie zurück in die Partie. In Energiemanier geht es schnell über Francisco nach vorn. Keiner greift ihn an. Sein Pass erreicht Pascal Borowski, der völlig unbedrängt nach innen flanken kann. Und Frank Rode macht per Kopf das 2:0. Egal, was sich Cottbus vorgenommen hatte für die zweite Halbzeit, die gerade erfolgte Dusche ist eiskalt.
Kurz danach wechselt Wollitz gleich doppelt. Bär sieht und Jederin kommen für Broschinski und Niklas Geißler. Tatsächlich entwickelt sich so etwas wie Offensivdruck in den folgenden Minuten. Vor allem Taz, Jederin und Bär sieht treiben das Spiel voran. Tore machen die Luckenwalder aus dem Spiel heraus. Nach Standards wie dieser Ecke in der 60. Minute geht zwar ein Raunen durch das Rund, aber der Ball geht knapp am langen Pfosten vorbei. Anders auf der Gegenseite. Gefühlt ist es der erste Freistoß in Luckenwalder Tornähe. Taz bringt ihn rein. Rangelow löst sich aus dem Getummel und da ist er, wo er gebraucht wird. Der Anschlusstreffer zum 1:2. Die Steigerung war seit dem Doppelwechsel schon sichtbar und wurde nun belohnt. Nach dem Treffer wird es wild auf dem Platz. Erst wird lange auf Höhe der Luckenwalder Trainerbank diskutiert. Dann erfolgt ein schneller Angriff, den Christian Flatt aber nicht mehr aufs Tor bringt. Ben Meyer ist dazwischen. Auf der anderen Seite, Jederin auf Berkan Taz, der Platz hat und sich das Tor auskurt. Nikolas Tix kann nur nach vorn abklatschen lassen. Jederin kommt mit voller Wucht angerauscht und haut die Kugel drüber. Welche Regelauslegung Schiedsrichter Felix Burkhardt an den Tag legt, kann man in dieser Szene in der 78. Minute bewerten. Lukas Fierling steigt auf Taz, hält ihn unten und Fierling bekommt auch noch den Freistoß. Der Cottbuser 13er wurde das ganze Spiel über schon von allen Seiten beackert. Gepfiffen wurde das nur selten. Die Unterbrechung nutzt Wollitz für den dritten Wechsel. Meier geht raus, Colin Raack kommt. Bär sieht, hält in der 80. Minute den Gegenspieler am Strafraum auf Distanz und macht so die Lücke für Brückmann auf. Der kann aber nicht schießen, will querlegen. Damit hatte Rangelow anscheinend nicht gerechnet. Sein Passversuch landet beim Torhüter. Letzte Szene im Spiel nach 95 Minuten. Freistoß Energie durch Berkan Taz. Alle anderen inklusive Stahl sind vorn. Der lange Ball erreicht Rangelow nicht richtig. Schluss. Luckenwalde feiert den Sieg gegen den höherklassigeren Gegner. Von dem Unterschied hat man heute nichts bemerkt. Der Sieg geht in Ordnung. Luckenwalde steht im Landespokal-Halbfinale und trifft dort auf Fürstenwalde, Babelsberg oder Grün-Weiß-Lübben. Für Energie Cottbus hat sich damit die Hoffnung auf ein erneutes Erstrunden-DFB-Pokalspiel in der Saison 2021 erledigt. Die Konzentration muss nun voll auf der Aufholjagd in der Regionalliga liegen. Am 23.11. um 13.30 Uhr kommt Germania Halberstadt ins Stadion der Freundschaft. Ob Sieg oder Niederlage, Sommer oder eisige Temperaturen, FC Energie TV ist wie heute auch da wieder für euch da. Unterstützt unsere Arbeit bitte mit einem Abo. 3-5% aller Spielzusammenfassungsgucker würden reichen, um sie dauerhaft zu sichern. Danke an alle bisherigen. Bis zum nächsten Mal.